du scheiß Knecht. Du hast mich nach Sonnencreme gefragt und hast dich dann von deiner Ex eincremen lassen. Wow, Eli, so gut, das stimmt so nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich habe sie gesehen und ich habe dann einen Kumpel von mir gefragt, wer das ist. Erstmal gefragt, wie alt sie ist, Freunde. No FBI. Erstmal gefragt, wie alt bist du? Also ist sie und so. Und hat er gesagt, ja, die ist so wie wir. Bin ich okay. Bin rübergegangen, war eine Dreier-Mädchengruppe. Eli Geller war das sehr egal. Eli Geller sehr selbstbewusst. Rübergesteppt. Hab gesagt, hey, hast du Sonnencreme? Hat sie gesagt, ja, hier. Voll arrogant. Ach, ich weiß, sie hat übertrieben arrogant. Ja, hier. Hat weggeguckt. Ich sag, ja, ganz schön. Ich hab mich dann nicht von meiner Ex eincremen lassen, sondern ich hab mich ungefähr in eurer Blickrichtung eingecremt. So war das. Und dann habe ich ihr die Sonnencreme zurückgegeben und hab immer schon Blicke von denen gesehen, wie die gegeiert haben alle. So war das, Chat. Und dann war das so, dass ich... Wie war's denn dann? Wie ging's denn dann weiter? Das mit der Ex hatte gar nichts damit zu tun, ohne Sinn. Okay, Eli der Eierkopf. Hat es funktioniert oder nicht? Was willst du von mir? Wir sind doch zusammen. So clever von mir gewesen, Chat. Cleverer Eli Geller. Rübergegangen, Sonnencreme eingecremt. Dann haben sie mich auf dem Radar gehabt. Die wussten, hey, der Mann ist da. Eli erzählt halt seine Version. Ich schwöre, das war so. Dann habe ich irgendwie die Nummer von ihr auch organisiert bekommen. Habe, glaube ich, nach der Nummer gefragt. Ich weiß, wie es war. Dann, Chat, habe ich, später war dann so eine kleine Party, sage ich mal. So eine kleine Party. Und da habe ich sie dann eingeladen. Nein, ich habe einen Kumpel, jetzt fällt es mir alles wieder ein. Ich habe einen Kumpel gefragt, dass er, weil der Kumpel hatte halt Kontakt zu ihr. Der war irgendwie in ihrer Klasse oder so eine Scheiße auf ihrer Schule. Und da meinte ich zu dem Kumpel, sag ihr mal, sie soll mit ihren Freundinnen kommen zu der Party. Und da wollten die erstmal nicht. Und weil sie auch strenge Eltern haben, mussten sie dann sagen, ja, weiß ich nicht und so bla bla bla. Und dann sind die gekommen und dann habe ich die dann auf der Party kennengelernt. So, mehr oder weniger. Und ich habe dann die ganze Zeit versucht, mit ihr zu reden. Wollt ihr mal eine richtige Playboy-Aktion von mir hören? Ich push mich ja eigentlich nicht selber, ne? Soll ich das erzählen? Eli der Eierkopf? Ich erzähl's einfach. An den Abendchat. Ich bin eigentlich mit einem anderen Mädchen zu dieser Party gegangen. Ich bin eigentlich mit einem anderen Mädchen zu dieser Party gegangen und hatte auch was mit diesem Mädchen. Und dieses Mädchen war sehr fokussiert auf mich. So. Okay, sie ruft mich an. Vielleicht müssen wir die Geschichte abbrechen. Hallo? Na, das... vorher auch jemand anderes Interesse an Eli Geller hatte. Ja, okay, gut. Also, so, das Mädchen hatte sehr viel Interesse an Eli Geller. Jetzt endlich war es dann so, dass Eli Geller dann aber Interesse an meiner jetzigen Freundin hatte. So, und hab dann, jetzt kommt 200 IQ-Move. War ein bisschen cringe, aber hat funktioniert. Ich hab nämlich dann bisschen auf das war sehr offensiv gespielt. Hab einfach, was war das? Dein Armband? Dein Armband oder dein Ring? Irgendwas von ihr habe ich einfach geklaut. Hab ihr dann am nächsten Tag geschrieben, wenn du dein Armband haben möchtest, dann musst du dich mit mir treffen. Irgendwie so. Irgendwas habe ich von ihr geklaut und hab da gesagt, ach so. Wenn du das wieder haben möchtest, dann musst du dich mit mir treffen. So auf den. Und dann hat sie gesagt, bla bla bla. Und dann, Freunde, habe ich das Ding souverän runtergespielt. Dann habe ich sie abgeholt, also habe mich bei ihr in der Nähe getroffen. So war das. Natürlich war das so. Was willst du jetzt von mir? Okay, wie war's denn? Ich habe irgendwas von dir genommen und habe gesagt, wenn du das so haben möchtest, dann müssen wir uns treffen. Oder nicht? Doch, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Wie war's denn? Auf jeden Fall. Doch, es war so. Dann habe ich mich mit ihr getroffen, Freunde. Habe mich mit ihr bei sich in der Nähe getroffen und bin dann mit ihr zum Teich gegangen, spazieren gegangen, zum Italiener, wie ich es immer wieder sage. Geh zum Italiener, ihr eine Pizza holen, dir Spaghetti holen, ihr bezahlt, danach ein bisschen rumlaufen, Eisstand, ihr ein Eis holen, dir ein Eis holen. Ich habe ihr ein Eis geholt, sie läuft, es fällt direkt runter, ich muss ihr wieder ein Eis holen, ohne Sinn. So, Freunde, habe ich das organisiert. Zweites Treffen, weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Wo war das zweite Treffen? Das dritte Treffen war im Kino, das weiß ich. Zweite Treffen weiß ich gar nicht mehr. Du meintest, du magst mein Armband tragen, bis wir uns wiedersehen. Ja, irgendwie so, sag ich doch. Hallo? Was denn? Habe ich dir kein neues Eis geholt? Naja, aber ich habe es super eingefädelt. Was war denn das zweite Treffen? Dritte Treffen war Kino. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Zweite Treffen war das Schicksal ist ein mieser Verräter. Was war dritte Treffen? Ich weiß es auch nicht mehr. Na gut, ich muss weiter streamen. Ciao. Ich weiß, Freunde, und dritte Treffen kam dann auch der erste Kuss. Dritte Treffen, was war das dritte Treffen? Weiß ich gar nicht mehr. Dritte Treffen kam auch der erste Kuss. Souverän runtergespielt. Ganz klassisch, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe ihr das Armband geklaut und meinte, wenn du es wiedersehen möchtest, müssen wir uns treffen. So kann ich mich noch dran erinnern. 500 IQ-Play. Also an alle, das war die perfekte Anleitung. Ihr müsst ein Mädchen sehen, müsst erstmal heraus abtasten, ob sie euch hübsch findet oder nicht. GGGG. Ihr müsst abtasten, ob sie euch hübsch findet oder nicht. Und bei mir habe ich es gesehen, weil sie hat mich die ganze Zeit angeguckt. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. Und alles, was sie jetzt sagt, ist gelogen. Horrorfilme Hilfe sind so OP, geht. Manchmal sind die dann, ich sag dir nämlich, manchmal sind die danach ein bisschen
angepisst nach einem Horrorfilm, sage ich mal. Also so komisch. Haben dann wirklich Angst. Mit den aggressiven Zeigefinger das Armband gemobbt. Ich hab da das Armband so gemobbt, Freunde. Das habt ihr doch nicht gesehen. Das war so schnell in meiner Tasche, das Ding. Das war echt clever von mir, fällt mir gerade auf. War auch lustig so. Hat geschmunzelt, glaube ich. Hast du auch schon mal einen Korb kassiert? Digga, ich hab früher, Chat, ich war LeBron James. Ich hab da Körbe kassiert, das glaubt ihr gar nicht. Aber mir war das Rille. Ich bin immer mit der Einstellung rangegangen, wenn ihr 20 Weiber fragt, Scheiße, das ist jetzt nicht so gut, aber Eli-Eierkopf, wir kannten uns vorher noch nicht, dafür kann ich nicht. Was davor war, ich war halt so. Ich habe 20 Weibern gefragt, Digga, da haben mir halt 15 Weiber einen Kopf gegeben, was denn? Mit 5 Weibern habe ich mich dann trotzdem Kontakt gehabt, Freunde von mir. Bei dem Thema ist wirklich, wenn ihr nur Weiber kennenlernen wollt, Quantität geht da auf jeden Fall vor. Ihr müsst halt lernen, die ganzen Weiber einfach mal anzubabbeln. Schreiben ist es nicht, sage ich euch ehrlich, schreiben ist scheiße. Ihr müsst die anlabern, persönlich. Und da gehört ein bisschen Selbstbewusstsein hinzu. Aber wenn so ein Knecht wie ich es geschafft habe, dann kriegt ihr das, glaube ich, auch geschissen. Anschreiben ist scheiße, Freunde, weil wenn ihr die zu viel an... Die Mädchen bekommen so viele DMs am Tag, das ist nichts Besonderes für die. Aber wenn ihr die anlabert, das ist was Besonderes. Nächstes Mal klaue ich einfach das Mädchen und erpresse sie dann, Anleitung von Edi. Digga, das ist nicht unclever an sich. Also du siehst sie dann auf jeden Fall nochmal. Edi, der Eierkopf, eine der von 5. Nee, das war anders. Das hört sich ein bisschen schmunz... Ach so. Wie heißt das? Kitschig an, aber Edi Geller hat relativ früh gewusst, okay, es ist ein vernünftiges Mädchen, ja. Ist ein Beziehungsmädchen. Ich war ihr erster Freund, ich war sozusagen die erste Beziehung, so richtig, und hatten auch eigentlich so die gleichen Interessen, sag ich mal. Die hat auch, also ihr merkt es vielleicht selber, sie ist ziemlich frech auch im Chat manchmal. Sie hat immer einen Spruch auf Lager, fühlt sich dann immer richtig lustig, wenn ihr mich auslacht, aber ich mag das. Sie ist sehr, wenn ihr sie sieht, Digga, sie ist richtig schüchtern. Sie würde ihr Maul so wirklich einfach leise sein die ganze Zeit. Sie ist wie so ein kleines, ja. Aber so Online-Dinger, sie hat so Online-Eier. Sie denkt, sie wäre richtig cool im Internet. Sie drückt immer einen Spruch nach dem anderen und fühlt sich immer richtig lustig. Aber in echt ist sie voll schüchtern. Ich mag so eine Mädchen. Die hatte fast Nervenzusammenbruch, als sie meine Mutter kennengelernt hat, Freunde. Hat nichts gesagt die ganze Zeit. Und vorher labert sie mich die ganze Zeit voll. Aber ich hasse Mädchen, die einfach immer so viel einfach mich voll babbeln. Ich hasse Weiber, die so viel reden einfach. Da könnte ich ausrasten. Ach so. Also, ihr wisst, was ich meine, sich so in Vordergrund stellen. Ich mag sowas gar nicht. Wenn ihr alleine mit denen seid, dann labern die euch alle voll. Aber in der Gruppe, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese Mädchen, Freunde? Im Unterricht, im Matheunterricht gibt es immer dieses eine Mädchen, was immer so krass laut ist und so viel redet. Halt doch bitte einfach deinen Mund und geh mir nicht auf den Sack. Seitdem sie den Schraubenschlüssel hat, ist sie Rambo geworden. Plus eins. Ihr im Freibad am besten Weiber klären. Ich habe sie im Freibad kennengelernt. Sag euch ehrlich, Freunde, ich hab auch viele Körbe kassiert. Die meinte dann auch manchmal, geh mal weg und so. Ich meinte, ja, was denn? Deine Freundin hat ganz blöd geguckt. Brauchst dich nicht wundern, wenn deine beste Freundin bald mit Edi Geller zusammen ist. Was denn? Auf jeden Fall, ich bin da immer ganz trocken hingegangen und hab da wirklich immer das Gleiche gesagt. Ich hab keinen dummen Spruch gebracht. Ich hab immer gesagt, ja, dass ich sie hübsch finde, dass sie mir aufgefallen ist. Ich hab auch immer gesagt, ich möchte gar keinen dummen Spruch bringen. Ich möchte dich gerne kennenlernen und ob du mir vielleicht deine Nummer geben kannst. Und manchmal haben sie gesagt, ja, gerne. Manchmal haben sie gesagt, nee, ich hab einen Freund, obwohl sie keinen Freund hatten. Die hatten nur keinen Bock auf mich. Ihr wusstet schon, wenn sie euch die Nummer gibt, dann habt ihr nämlich, dann wisst ihr, okay, sie ist interessiert und hat, dann ist es einfacher zu schreiben. Und sie denkt, Weiber stehen auf selbstbewusste Typen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Mädchen gerade den Stream gucken. Die sind wahrscheinlich kein Sub bei mir. Aber ihr könnt ja mal euch irgendwie aufmerksam, ihr könnt mal den Stream liken an die Mädchenwelt da draußen, wenn ich recht habe. Dass viele auf selbstbewusste Typen stehen und sagen, ja doch, das stimmt schon, was der Knecht da sagt. Das ist cool, wenn er uns anspricht und uns ganz offen sagt, ey, du bist hübsch und nett und würde ich gerne kennenlernen, kannst du mir deine Nummer geben? Und dann, wenn sie euch die Nummer gegeben hat, wisst ihr, okay, sie ist schon mal nicht komplett abgeneigt und dann ist dieses Schreiben auch einfacher. Meine persönliche Meinung. Kennengelernt, Freunde, das ist jetzt 2014 WM war das. 7 Jahre. Ja, 6,5. Selbstbewusstsein ist auch bei Frauen eine schöne Eigenschaft. Arrogant sein, ne? Nicht, aber was spricht gegen Ansprüche? Ja. Selbstbewusstsein ist auch bei Frauen cool, aber ganz oft sind die leider auch ziemlich arrogant. Ja, also sie ist auch dabei, bevor ich YouTube und so eine Scheiße hatte. Sie hat die ganze Kacke durchgemacht. Edi der Eierkopf, wie fandest du es eigentlich, dass ich mit YouTube angefangen habe? Da habe ich noch gar nicht mit ihr so richtig drüber geredet. Kannst du mal ein Bild von dir aus 2014 zeigen? Ich such mal. Oh, ich habe 1%. No joke, ich schwöre, ist keine Ausrede, ich habe 1%. Also auf mein Handy habe ich irgendwo eins. Aber mein Handy geht dann aus. Real talk. Aber ich hatte, ja, ich war so ein kleiner Pisser halt, ne? Ich hatte Undercut. Jeder hatte Undercut, ich lüge nicht. Jeder hatte einen Undercut und da hatte ich so meine Haare so, warte, wie hatte ich die? Ja, ich kann die Frisur nicht machen. Ja, ich hatte sie so zur Seite halt. Ich kann die auf Insta einschicken, warte. Zeig mal.
Da war ich noch echt, ich war da halt, ich keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich sag unsympathisch, damit du es mal gehört hast. Am 21. mache ich so einen Eli Geller Cup, du bist dabei. Ich sag's den Guten, ich sehe dich als Titelanwärter. Dann sagt ihr, ich sag dir jetzt auch mal was den Guten. Trimax, alles groß geschrieben. Trimax hat auf dem Platz 11 Ikonen rumstehen. Trimax und Mickey gehen 18-12 aus der WL raus. Und ich war noch niemals in der WL drin. Da sag ich dir im Guten. Freunde, der Mann. Kein Selbstbewusstsein, aber ich krieg den noch dazu. Unsympathisch TV macht wahrscheinlich beim Eli Geller Cup mit, Freunden am 21. Mit Trimax, Mickey, Mikey, Amar und Sascha sind bis jetzt eigentlich relativ safe. Mir fehlen noch zwei und dann wollte ich zwei Dreiergruppen machen. Wie gehst du mit Eifersucht um? Ja, also Chat, ich bin, real talk, ich bin fast nie eifersüchtig. Ihr könnt mal Eli der Eierkopf fragen, ich bin wirklich fast nie eifersüchtig. Ich bin nie eifersüchtig, Freunde, ihr müsst euch so überlegen, die kann froh sein dann, wenn sie euch hat da draußen, falls ihr eifersüchtig seid, ihr könnt euch immer selber sagen, Digga, Eli Geller oder, nicht, was sag ich, die können froh sein, dass sie euch überhaupt hat. Ja, ihr solltet keine Desinteresse zeigen, also wenn sie so, wenn ihr euch scheißegal ist, ob sie sich mit Typen trifft oder nicht, dann seid ihr da fehl am Platz, aber ihr solltet jetzt nicht so überprüfen, wo bist du, was machst du, schick mir Fotos von dir, bla bla bla. Ach so. Das ist auch Quatsch. Also ich sag euch ehrlich, weil sie da draußen eine Freundin hat und sie hat, ich hab nichts gegen männliche Freunde so, aber wenn sie 40 männliche Freunde hat gefühlt und sich jeden Tag mit irgendjemand anderen trifft und ich weiß nicht, Freunde, hab da auf jeden Fall alles im Blick. Eli der Eierkopf, du hast nicht einen männlichen Freund. Nicht einen. Was denn? Wenn sie beim Feiern nur bei anderen Kerlen hängt, ungutes Gefühl, Digga, dann hast du nicht nur ein ungutes Gefühl, dann würde ich die Beziehung beenden. Also ich hab nichts dagegen, wenn sie mal feiern geht. Einmal ist okay, ein, zweimal so vielleicht mal, an ihrem Geburtstag, aber auch schon sehr kritisch, sage ich euch ganz ehrlich. Aber, ja, wenn sie dann dazu noch mit Typen die ganze Zeit unterwegs ist, ich wär gar nicht mit so einem Mädchen zusammen. Also ihr macht euch da immer so Probleme, Freunde. Das Problem entsteht doch schon in der Matrix. Wenn ihr mit einem Mädchen zusammen seid, was von sich aus jeden Tag feiern gehen möchte und immer mit anderen Typen chillen möchte, Digga, ich hätte gesagt, lassen wir das. Lassen wir den Ball flach. Eli ist nicht eifersüchtig. Was soll in dieser scheiß Augen? Ich schwöre, ich bin nicht eifersüchtig. Du wärst richtig lost, wenn du was mit einem anderen Typen machen würdest. Das wäre so lost von dir. Was soll ich dir erzählen? Mach doch. Ungelogen. Dann sage ich, dann würde ich dir die Hand geben. Ich würde sagen, GG, jetzt kann ich endlich meine richtige Frau kennenlernen. Aber ist so. Wenn euch ein Mädchen da draußen betrügen sollte, Freunde, dann seid ihr dankbar. Ach so. Sag, hey, Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich meine Zeit besser nutzen, um das richtige Mädchen kennenzulernen. Wenn ihr das zu der sagt, Freunde, das ist wie ein Tritt in die Fresse. Mit ganz viel Anlauf. Every day.